Herr Rehbein und Herr Marhold, diese Entlassung kam für Sie heute ganz überraschend oder gab es irgendwelche Hinweise vorher? Nein, also wir waren vollkommen überrascht. Also ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, denn weil uns immer wieder gesagt worden ist, der Westen unternimmt nichts dagegen und wir müssen eben so lange da bleiben, bis die Sache in allen Einzelheiten geklärt worden ist. Können Sie uns etwas über die Vernehmungsmethoden erzählen? Ja, Vernehmungsmethoden war folgendermaßen gewesen. Wir wurden immer wieder dasselbe vernommen. Und unser Vernehmer, der warf ab und zu mal den Füller hin und sagte, erzählen Sie die Wahrheit und nicht so ein Schnee. Nee. Und es wurde uns immer wieder selber verfragt, welche Verwandten, zu welchen Organisationen, welche Verbindungen haben Sie zu West-Berlin und zu welchen Dienststellen unterstehen Sie? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass 5 Wochen immer wieder dasselbe gefragt wird. Ja, es waren ja keine 5, es waren jetzt 7 Wochen schon. Ne? Und in den 7 Wochen, also die ersten, wollen wir sagen, die ersten 5 Wochen, da war es jeden Tag. Die Vernehmung. Man wollte natürlich wissen, Verwandte, Bekannte, welche Organisationen und Verbindungen wir unterhalten. Und dann eben immer wieder, wir haben eben Verbindungen zu Schleuserorganisationen. Ja. Hatten Sie beide denn miteinander Kontakt während dieser Zeit? Nein. Irgendwann einmal? Nein, wir hatten keinen Kontakt. Wir wurden beide auseinandergesperrt. Herr Marhold wurde oben im 2. Stock eingesperrt. Und ich wurde unten parterre eingespielt. Wir durften beide nicht zusammen sprechen, denn es bestand ja die Möglichkeit, dass wir uns was absprechen könnten, ja, um dasselbe auszusagen. Ja, Einzelvernehmungen. Und ich hatte 2 Vernehmer und Herr Marhold hatte auch mehrere Vernehmer. Also ich hatte im Ganzen 7, ne? Sind Sie auch einmal gegeneinander ausgespielt worden? Ja, das haben Sie auch gemacht. Dass man gesagt hat, der eine ja, hat dies und jenes gesagt? Ja, ja, ja. Wurde uns auch vorgehalten, ne? Und dann eben die kleinsten Sachen, zum Beispiel... haben sie gefragt, Herr Rehbein, was für einen Wagen er hat. Und ich sage, er hat einen blauen VW, er hat einen Unfall gehabt, deswegen ist er nicht rübergekommen. Sie schwindeln, sie lügen. Der Wagen, den hat er schon 2 Jahre und seine Mutter hat nur gesagt, dass er eben nicht rüberfahren sollte. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe nur angenommen, weil er zu mir sagte, er hat einen Unfall gehabt, deswegen ist er nicht rübergefahren. Ja, das hatte er Ihnen kurz vorher erzählt, denn ja, Sie hatten sich ja an demselben Tag überhaupt erst kennengelernt. Ja, wir haben uns das erste Mal gesehen. Ja. Wollen Sie uns bitte noch etwas über Ihre Haft erzählen? Durften Sie während dieser Zeit zum Beispiel lesen? Nein, lesen durften wir nicht, denn es hing alles von unserem Vernehmer ab. Ob wir Leseerlaubnis kriegten, es hing auch vom Essen ab, was der Vernehmer bestimmte. Und es hing auch von den Rauchwaren ab, was wir kriegten. Und es hing auch ab, wie wir uns sonst verhalten mussten. Leseerlaubnis, alles. Die 4 Sachen entscheidet alles der Vernehmer. Naja, ja? Also ich muss sagen, konnte gleich vom ersten Tag an lesen. Ich habe alle 4 Tage 20 Zigaretten bekommen. Und ich habe dem Vernehmer gesagt, ich kann den Muckefuck da nicht trinken, ich möchte gerne Tee haben abends, habe ich auch bekommen. Was durften Sie denn lesen? Naja, nun, also... Bücher, es waren so eine Bücher, die gegen Westdeutschland praktisch gehetzt wurden. So eine Bücher, die Westdeutschland schlecht machen und West-Berlin schlecht machen. Ja. Ja? So eine Bücher haben wir zu lesen gekriegt. Ich möchte bloß ein Buch erwähnen, das heißt, kein Tropfen war umsonst vergossen. Ja, da wurde gegen die SPD gehetzt und so weiter. Ja, durften Sie eigentlich Briefe von Ihren Eltern empfangen? Nein, das durften wir nicht. Briefe, jegliche schriftliche Sachen durften wir nicht nach West-Berlin. Wir durften auch keine empfangen. Jegliche Verbindung zu West-Berlin wurde uns untersagt. Dann bestand ja immerhin die Möglichkeit, dass wir jemanden benachrichtigen konnten. Ich habe nach einer Woche erst erfahren, dass eben, da haben Sie mir das Schriftstück vorgelegt, dass meine Großmutter benachrichtigt worden ist, dass wir in Untersuchungshaft sitzen. Aber Sie wussten die ganze Zeit über nicht, dass von westlicher Seite aus Schritte unternommen wurden? Nein. Die auf Ihre Freilassung zielten? Uns wurde immer wieder gesagt, der Westberliner Senat stellt sich nicht dazu, irgendwelche Schritte zu unternehmen. Ganz im Gegenteil. Ja, und er würde es gar nicht veranlasst, irgendwie welche Bemerkungen dazu zu machen. Er unternimmt überhaupt nicht. Er denkt lieber ein Bürger von der DDR, behalten wir drüben, aber an uns denken sie überhaupt nicht. Ist Ihnen der Name Streit irgendwann einmal in der Vernehmung begegnet? Ja, der Name Streit wurde uns genannt, denn es wurde uns gesagt, dass ein Prozess in West-Berlin stattfinden würde, da sich die Bevölkerung West-Berlins aufgelehnt hatte, weil Streit mehrere Male vorbestraft war, und zwar 13 Mal. Und es wurde auch ein Prozess gemacht und Streit wurde zu 3 Jahren verurteilt. Ja, und was haben Sie nun die ganze Zeit über, also praktisch ja bis zum letzten Augenblick gedacht, was mit Ihnen geschehen würde? Ja, unser Vernehmer hat uns immer wieder gesagt, es dauert noch eine Weile. Zu gegebener Zeit kriegen Sie schon die richtige Antwort.
wir sagen ihnen schon, wann sie entlassen werden. Ob sie schuldig sind oder unschuldig sind, das kann allein Streit beweisen. Und dadurch zögert sich die Sache hinaus. Also ich muss nur immer wieder sagen, der Vernehmer, den ich jetzt die letzten 4 Wochen hatte, der hat zu mir gesagt, Sie müssen uns verstehen. Wir versuchen, den Fall zu klären und wir wollen ja auch nur die Wahrheit herausfinden. Und da die westlichen Stellen eben nicht uns dabei behilflich sind, müssen wir eben aus eigener Initiative eben nachforschen. Und dadurch ist es nämlich sehr schwieriger. Er hatte aber immer wieder mir zugesichert, dass eben kein Unschuldiger bestraft wird. Und wenn die Beweise nicht ausreichen, dann können sie uns auch nicht festhalten. Ja. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und mit welcher Begründung sind Sie denn nun entlassen worden? Was hat man Ihnen gesagt? Ja, die Begründung war ganz einfach. Sie haben uns eben, der Oberstaatsanwalt hat uns vorgelesen, dass mangels Beweise eben wurden wir freigelassen.